auf Streife. Hi, 1 Million Abonnenten auf YouTube. Wir von auf Streife wollten nur mal kurz Danke sagen. Danke, ihr seid crazy, sexy, cool und bleibt bitte so. Danke für eure Treue und schaltet immer weiter ein. Damit ihr auch weiter tolle Action sehen könnt und spannende Polizeiautos. Danke. Danke! Hallo YouTube! Ja, 1 Million Abonnenten. Sensationell. Wir sind total begeistert. Wir freuen uns natürlich noch über eine weitere Million, keine Frage. Aber 1 Million, das sind so viele. Die Hanna hat nachgeguckt, wie ganz Köln. Stellt euch das vor. Wir haben eben nachgeguckt, Köln hat 1,08 Millionen Einwohner. Und Ilka hat eben auch schon gesagt, wie viele passen in ein Fußballstadion? 50.000, 60.000. Stellt euch mal vor, wie viele Leute uns zugucken. Das ist ganz, ganz toll. Absolute Wahnsinn. Wir sind begeistert. Vielen lieben Dank. Danke. Macht weiter so. Ciao. Tschüss. Liebe Freunde des guten Geschmacks, wir danken ganz herzlich für 1 Million Abonnenten auf YouTube. Mega Aktion, wir freuen uns sehr. Fühlt euch gedrückt und geherzt, wir kommen weiter mit neuem Material und hoffen, ihr bleibt am Ball. Auf die nächste 1 Million Abonnenten, wir freuen uns. Wie viele Abonnenten kann man haben? Weiß ich nicht. Ihr macht das, unendlich. Ciao. Danke! Lauf durch, den Lehrer! Ja, rum. Los, du bist... Einen Diebstahl in einem Hofladen müssen am frühen Abend Mark Westerhofen und Stefan Sendera aufklären. Du jetzt nicht so, du Grüß Gott. Hallo. So, einer von Ihnen hat uns angerufen. Es gibt Unstimmigkeiten hier. Ich habe keinen. Okay. Genau, mein Ehemann hat angerufen. Und zwar, weil er mein Portemonnaie geklaut hat. Das ist schlecht. Haben Sie das geklaut? Nein. Also gut. Wo haben Sie irgendwas gesehen? Also ich habe gar nichts gesehen. Ich kam von der Frühschicht gerade, kam in den Laden und da habe ich meine Frau mit ihm streiten sehen. Also das Simon, der ist jeden Tag bei uns, der kommt seit Jahren schon Pakete abholen. Und meine Frau sagt, dass er das Portemonnaie geklaut haben soll. Genau, und zwar, ich lege mein Portemonnaie immer da hinten hin und ich war kurz auf Toilette und er war der Einzige hier im Laden und dann war mein Portemonnaie weg. Sind Sie aber einverstanden, dass Sie Ihre Taschen vielleicht mal leer machen könnten oder dass Sie mal abtasten können? Also ich habe kein Portemonnaie. Sie sind ja vom Zustelldienst, ne? Genau. Ja, das heißt also, Sie sind nicht zu Fuß hier, aber Sie kommen hier ständig Pakete abholen. Genau. Das heißt, Sie haben hier entweder eine Räumlichkeit oder eine Paketlagerung, wo die Dinger sein könnten. Ich meine Pakete. Prima, gucken wir gleich mal direkt nach und dann haben Sie wahrscheinlich schon ein Auto hier. Genau, das steht da vorne. Als erstes bitte mal Taschen leer gerade machen mit Ihrem Einverständnis oder ich taste Sie gerade mal ab. Nachdem die Durchsuchung des Paketboten erfolglos verlaufen ist, fällt der Hofladenbesitzerin auf, dass auch Weinflaschen entwendet wurden. Das rückt den Fokus der Ermittlungen auf den Obdachlosen vor dem Geschäft. Okay, Sie beiden, so. Kurz mal da. Wie geht's? Alles gut? Ja? Bist du der Bernd hier? Ich bin der Bernd, ja. Ah, gut. Hast du... Was ist los? Ja, wir haben ein paar Fragen. Das ist eine Flasche. Fürs Geld wieder. Ja. Haben wir nicht so gerne, ne? Weil alles Mögliche passieren kann. Sag mal, was verhindert in dem Laden hier, in dem Hofladen? Ich war heute schon mal drin, ja. Okay, da ist dummerweise ein Portemonnaie weggekommen. Hab ich nicht. Und auch mehrere Weinflaschen. Ich hast du da irgendwie. Nee, ich habe dich jetzt gar nicht beschuldigt. Ich wollte nur erst mal wissen, ob du überhaupt was beobachtet hast. Nee. Ich hab mich gerade erst wieder hingesetzt, kurz bevor ich gekommen bin. Und hast nichts gesehen? Nein, ich war gerade noch, hab mein Pfand weggebracht und hab mir ein Bierchen geholt. Okay. Hör mal, darf ich mal einmal in deinen Rucksack gucken? Warum? Ist das okay für dich? Ist nur eine Frage, darf ich? Möchte ich eigentlich nicht. Hast du was zu verbergen? Mit zu verbergen, aber warum? Bist du ohne festen Wohnsitz, ne? Was ist denn da für eine Flasche drin? Ich sehe, weil das sieht, ne, der Kollege sagt das gerade, ich habe das auch gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Hier, hör mal zu. Hör zu. Ganz lieb sein. Hör zu, ganz lieb sein, ganz nett sein, alles gut. Wir tun dir nichts. Meine Sachen. Ja, aber wir haben auch einen Grund dafür, ne? Ja, aber nicht bei mir. Gib mal gerade mal eine Flasche gerade bitte hier. Guck mal. Hier, kommen Sie mal gerade rüber zu mir. Die habe ich gerade gefunden. Wo haben Sie die gefunden? In der Mülltonne. Wo denn genau? Da vorne in der Mülltonne. Guck mal, mein Schatz, das sind meine Weinflaschen. Moment, stopp, jetzt ganz langsam, Pass auf, hören Sie mal zu, jetzt stelle ich hier die Fragen und kein anderer. Ich habe jetzt hier eine Flasche, der Kollege hat sie da im Rucksack gerade gefunden. Die waren in der Mülltonne da vorne. Deswegen, die Aussage von Bernd ist, die waren da vorne in der Mülltonne. Welche Bernd? Mülltonne Da denn vorne in der Mülltonne. Ja, dann zeig uns mal die Mülltonne, wo das ist, wo du die her hast. Mann, Leute. Kann doch nicht sein, sowas.
So, und jetzt hören Sie mal auf, unsere Arbeit jetzt zu machen, weil das mag ich nicht, ehrlich nicht. Ja, Sie wollen ermitteln, Sie beschuldigen hier die Leute, erst den, dann den. Mal gucken, nachher sind Sie ja, mit uns dran. Aber nachher beschuldigen Sie uns gleich noch. Und jetzt lassen Sie uns. Zeig mal, wo waren die denn? Wo waren die denn? Zeig mal her. Das sieht doch nicht, wie die da reinkommen. Ich hab's ja nicht heiter die ganze rausgenommen. Geh mal, ja, zeig mir mal. Komm mal mit. Mann, ey. Hier vorne ist die Mülltonne. Okay, und da waren jetzt die Flaschen drin, oder was? Die Flaschen drin, die hab ich ja rausgenommen. Da war kein Pfand drin, nix. Da waren vier Flaschen waren da, von denen drin jetzt hier. Ja. Der ist alle rausgeholt. Die hab ich rausgenommen, ja klar. Oh, was ist das denn hier? Was ist das? Ja. Oh, das habe ich nicht gefunden. Das ist auch ganz gut so, dass du das nicht gefunden hast. Weil du weißt schon, dass noch ein Portemonnaie fehlt, ne? Nee. Wie nee? Ja klar, fehlt da noch ein Portemonnaie. Woher soll ich das wissen? Ja, die hat doch gerade eben gesagt hier, Portemonnaie hätte sie geklaut oder wer das auch immer geklaut hat. Ich höre da gar nicht zu. Ich bin sowieso immer noch der Schuldige. Und kann ich denn gehen? Ist auf jeden Fall Kohle drin. Weinflaschen im Müll, ein entsorgtes, aber volles Portemonnaie. Hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Doch welcher der Beteiligten spielt ein falsches Spiel mit den Beamten? Ich hab's nicht dir angetan. Ich hab auch nicht die Flaschen angetan. Ich hab doch nicht geklaut. Guck mal, Schatz, mein Portemonnaie liegt in der Mülltonne. Warum ist das? Was die Weinflaschen selber betrifft, die sind erstmal sichergestellt, weil wir haben ja hier eine Straftat im Raum stehen. Aber meinen Rest kriege ich wieder, meinen Rucksack und mein Bier kriege ich. Kriegst du alles wieder, kriegst auch deinen Ausweis jetzt erstmal wieder. Und wer setzt uns den Wein jetzt? Moment gerade. Der ist doch da, der Wein. Aber den kriegen wir jetzt erstmal nicht wieder. So, Ausweis einmal zurück. Der Wein ist erstmal sichergestellt, ne? Bis zur Klärung des Sachverhalts. Bis wir wissen, wer hat diese Straftat, den Diebstahl für uns begangen. Er kann die nicht behalten, das weiß er selber, deswegen behalten wir die. Und wenn alles geklärt ist, dann kriegen Sie ihn später nachher noch zurück. Kriegen Sie auch eine Quittung drüber. Bernd, einmal dort drüben hinsetzen, du kriegst deinen Kram nachher zurück. Wann nachher? Nachher. Ich hab nicht mehr viel. Wir sind ja noch da. Einmal, hopp. Ja. Wir kommen gleich rüber. Ich kann dann jetzt auch fahren. Endlich. Brauchst du ihn noch? Nee. Tschüss. Ja, danke schön. Alles gut. Dann gehen wir jetzt mal rein und gucken uns dann drin mal weiter um. Also irgendwas ist hier immer noch faul. Irgendwie ist das doch alles noch komisch hier, oder? Können Sie vielleicht mal gerade im Portemonnaie mal gerade gucken, ob da soweit alles drinnen ist? Ne? Also, wir haben ja jetzt ein paar Sachen haben wir jetzt zurück. Wir haben den Wein jetzt erst wieder da. Geld ist auch alles da. Ich hab dir tausendmal gesagt, tu es in die Schublade. Mein Schatz, es lacht da die ganze Zeit auf der Theke und nur dieser Dings war da hier, der Postbote. Wofür haben wir denn diese Schublade? Ich hab dir gesagt, tu es da rein. Ja, aber wie kommt das denn in den Müll rein? Das ist auch komisch, oder nicht? Und guck mal, meine Weinflaschen sind auch im Müll. Ja, wer ist in der Schublade, wer ist nicht im Müll gelandet? Ja, aber irgendwie ist das alles komisch. Glaub mir mal, mein Schatz. Was gibt's jetzt noch für ein Problem? Ich hab meinen Hausschlüssel verloren. Ich such den mal. Haben Sie doch gerade weggeschickt. Ja. Sie können jetzt nicht wegfahren, weil Sie Ihren Autoschlüssel verloren haben? Ja, dann holen Sie den Schlüssel gerade und dann gehen Sie wieder weiter. Wieso geht denn der jetzt nach rechts? Der hat doch nicht. Verstehe ich auch nicht. Ja, ich guck mir das mal an. Was gibt es jetzt hier für ein Problem? Ich habe meinen Autoschlüssel verloren. Ich habe ihn gesucht, ich habe ihn gesucht. Ja, aber wieso denn nicht auf der Seite von Ihrem Paketshop? Also, die Uhr, Simon. Das ist meine Uhr. Hey, einmal. Das ist meine Uhr. Ja, das kläre ich ja jetzt. Hallo. Das kläre ich jetzt. Wo haben Sie denn die Uhr her? Geschenk von meiner Ex-Freundin. Das ist ein Geschenk? Die Macke, das ist mein... Ja, der Paketbote trug eine Armbanduhr und fatalerweise hatte die einen Riss am Armband. Und von daher war sehr schnell dem Herrn Meier die Uhr zuzuerkennen. Die Frage war nur, wo hat der Paketbote sie her? Der Fehler liegt darin, das sage ich jetzt erstmal, dass wenn Sie hier in der Küche arbeiten, ist mir was anderes aufgefallen. Da liegt der Fehler darin, dass Sie nicht Ihren Gelüsten oder Ihren Trieben nachgehen. Gucken Sie mal, da liegt eine Kondompackung, da liegt ein geöffnetes Kondom. Und wenn Sie hier kochen für die Öffentlichkeit an Gäste und Kunden, dann ist das natürlich ein Fall fürs Ordnungsamt. Ne? Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Vielleicht von Ihnen und Ihrer Frau? Nein. Das kann ich... Wo kommt diese Kondome denn jetzt her? Warum guckt ihr mich denn so an? Warum wir sie so angucken? Ich hab weil sie meinen Schlüssel gehabt. Ja, jetzt frage ich mich, schauen Sie mal, ich bin ja auch nicht ganz dumm von der Kasperle-Polizei. Sie haben da Ihren Autoschlüssel gefunden. Da finde ich eine leere Kondompackung. Soll ich jetzt mal ein bisschen was weiterspinnen? Dann tragen Sie offenbar die Uhr von dem Besitzer dieses Ladens. Also der erste Verdacht, der mir da kommt, ist, wenn Sie beide kein Verhältnis miteinander haben, ne? Dass sie vielleicht... Niemals. Komm, wir klären das mal ein bisschen vorne, ne?
Das Kondom, das räumen Sie da bitte nachher noch weg, ne? Da der Paketbote schweigt, interessiert die Beamten vor allem die Aussage der Hofladenbesitzerin. Die wäscht ihre Hände allerdings in Unschuld. Schatz. Also keine Ahnung, woher der jetzt das vielleicht... Jetzt sag nicht keine Ahnung. Jetzt ist es sowieso aufgeflogen. Jetzt erzähl nicht so eine Scheiße. Was erzählst du denn jetzt da? Ein Jahr ist keine Ahnung für dich oder was? So, okay, ganz gut. Jetzt wird's interessant. Jetzt schalte ich mich mal ganz kurz ein. Hier ist kurz Pause. Ja, bitte, ganz kurz. Jetzt klären Sie mich doch mal gerade auf, weil ich weiß von nichts was. Also, was ist hier ein Jahr, was hier passiert? Ja, ich bin jetzt seit einem Jahr liefer ich hier hin. Und wir haben uns halt direkt gesehen. Wir fanden uns beide geil. Und dann jedes Mal, wenn ich hier Pakete hinliefer oder abhole, vögeln wir dann im Raum. Alter Schwede, echt jetzt? Ja, also der Postbote, der quasi zweimal klingelt. Ja, echt, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Also, was erzählt dieser? Was ist denn los? Der holt Pakete ab unter den Körper oder was? Und dann jetzt, was stimmt denn da nicht? Wo wir jetzt einmal dabei sind, wir hatten vorhin noch mal Sex. Danach hat sie damit mit Schluss gemacht. Ich will das echt nicht so im Detail wissen. Ja, das reicht aus. Aber was dachtest du denn? Ja. Ich will mit dir eine feste Beziehung oder was? Ich hab meinen Mann, ey. Ja, Moment, stopp mal. Was erzählst du denn dafür? Genau deshalb habe ich den Wein geklaut, deine Geldbörse geklaut und die da hinten in den Müll geworfen. Ach so, vor Wut, weil ich mit dir nichts Festes wollte. Was dachtest du? Ich verlasse meinen Mann wegen dir? Na klar, guck mich mal an, guck die Wurst mal an. Guck mal meinen Mann an, mein Mann ist besser als wie du. Moment, dein Mann, das klären wir nachher noch. Besser als du heißt das. Als, ja, ist, na, besser, ja, ist so. Der regt mich voll auf damit, seine Geschichte da. Aus Wut über die beendete Affäre hat der Paketbote die Flaschen und das Portemonnaie in den Müll geworfen. Der Ehemann hat umgehend die Scheidung eingereicht.